Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke fürs Einschalten, EBP. Herzlich willkommen und moin moin bei einer neuen Folge von Empyreon. Ich muss gerade echt hart überlegen, was wir gerade beim letzten Mal gemacht haben, denn war eine Kackwoche, ist ein Video ausgefallen, alles halb so wild. Aber ich habe jetzt Bock, hier irgendwie mal aufs Maul zu hauen. Mal gucken, wie wir da haben. Wir haben hier die Zirax. So, und die Zirax finden wir schon irgendwo auf der Karte, Fragezeichen. Schauen wir mal. Im roten Gebiet. Wir haben hier nur Polaris und Taylor. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier oben die Zirax finden. Ja, und dann versuche ich einfach mal irgendwie in die Zukunft zu schießen. Mit meiner quasi nicht vorhandenen Ausrüstung. Denn ich bin immer noch angefressen und naja, wie das manchmal so ist. Wenn man scheiß Tage hatte. Hier bin ich am Meer. Ja, super. Noch mehr Meer. Immer mehr sehen. Mehr vom Meer. Dann hemmen wir halt bis an der Küste lang. Was ich mich hier gerade frage, ist das eigentlich Schwemmland? Ist hier Ebbe und Flut? Ich meine, wäre ja cool. So, hier liegt überall ein bisschen Fuddel rum. Ich müsste nachher auf jeden Fall nochmal was fuddeln, bevor ich hier irgendwie mal ins Leder gehe. Was wahrscheinlich sowieso eine scheiß Idee ist, aber das ist mir gerade kackegal. Ich will irgendwas bisschen Idee. Ja. Jetzt haben wir hey. Na, wenn ihr mal nicht süß seid. Und gleich ziemlich tot. Nummer 1. Boah, die halten noch gar nichts aus. Das ist super gut. Ich brauch Fleisch. Nee, komm, du überlebst jetzt nicht als Einziger. Dann verhungerst du mich hier. Das will ich nicht. So. Ne, das wäre nicht gut. Das wäre dann auch gemein. So. Hey, damit. Wir machen hier keinen Schießsport oder so ein Scheiß. Das waren wohl eher Vögel als alles andere. Aber gut. Haben wir halt Eier. Gleich alles im Kühlschrank, bevor hier irgendwas verdirbt. Und weiter geht die Reise. Auf der Suche nach den Cyrax. Irgendwo werde ich hier schon was finden. Ja, aber eins gelernt haben. Leben ist immer am Wasser. Also bleiben wir fleißig am Wasser. Irgendwo wird sich hier schon was finden. Qu'est-ce que c'est? Irgendwo rübergefahren? Eigentlich nicht, oder? Schauen wir mal. So, das sieht ganz schön nach Sturm aus. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich meine die auch noch kaputt. Seid so friedliebend aus. So. Was ist Stegosaurus? Jetzt verlangsamt am Nordkap. Ich würde mal vermuten, da kommt nicht mehr allzu viel und vor allem friere ich meinen Arsch ab. Also weiter Richtung Osten. So eine hübsche kleine Bergkette da hinten. Die gerade dazu danach schreit, dass ich da mal Hallo sage. Ja, ich vermute einfach mal, dass die, wenn ich die so ein bisschen unfreundlich stimme, vielleicht auch mal bei mir vor der Tür stehen. Das heißt, demnächst werden vielleicht mal ein paar Autogeschütze angebracht. Die im Zweifelsfall dann auch meine Basis verteidigen. Wäre schon ganz kurz. Jo, Alter. Wird schon wieder spät, ne? 6 Stunden bis Sonnenaufgang. Da hinten sind wieder die Täler. Bleiben wir uns mal ein bisschen östlicher. Mal gucken, ob wir hier den Berg hochkommen. Ich hoffe das einfach mal. Komm, Nase hoch und dann geht das schon. Ja, super. Läuft. Cyrax. Sind das nicht genau die ich gesucht habe? Fraktion. Cyrax. Unfreundlich. Ja. Ja, nehmen wir. Die beklauen wir jetzt. Das wird super. Oder lassen uns zu so klump schießen. Das wird sich noch zeigen. So.
befürchte, da kommen wir vor allem erstmal gar nicht hoch. Alter, haben die echt fliegende Städte? Ach, das ist ein Schrein. Okay, ist gemerkt, Leute. So, aber wenn hier Cyrex Gebiet ist, dann ist hier auch garantiert irgendwo eine Stadt oder eine Siedlung oder sowas. Die letzten hatten ja zumindest mal eine Kiste da stehen. Die haben bestimmt auch eine Kiste stehen. Mitten in der Nacht natürlich. Super gut. Super gut. Ich glaube, ich suche mir hier einen Wald und farm derweil einfach ein bisschen Treibstoff. Auch wenn es ein seltsamer Hinterwald ist, sieht eher aus wie ein Tor. Aber gut. Jetzt auch keinen Schmerz mit. Ja. Kriegen wir hin. So. Derweil fällen wir fleißig Bäume und frieren uns den Arsch auf, wie ich gerade sehe. Zack, einmal nachladen. Wieso hat meine Kettensäge eigentlich keinen Sound? Ist ja super gut. Die klingt nach gar nichts. Na gut. Ein kleiner Bug. Das nehmen wir in der Alpha ja nicht übel. Rappel mit der Wange. Das. Und gleich da rein. Oh, hier ist irgendwas. Ich glaube, oh, nee, das ist ein Schiff. Das ist gar nichts. Na, kriegen wir den kleinen noch. Mehr Holz. Ich brauche so eine Erntemaschine. Quasi so ein Harvester. Na komm, dann schauen wir mal. Ja, sauber. Zack, einmal nachladen. Wenn wir im Notfall noch was haben, was ist das hier? Pilze. Nehmen wir auch fleißig mit. Ab, renn in den Kühlschrank. Ja, Treibstoff kann ich hier auch herstellen. Das ist doch mein Konstruktor, egal wo das liegt. Zack, ran da. Und ne, hier ist das glaube ich sogar, ja. Mach mal Treibstoff. Achso, na gut. Machen wir das hier wieder raus. Und packen das. Der müsste es gewesen sein. Ja, da rein. Und dann lass sie mal fleißig machen. Und wir gucken weiter. Irgendwann müssen wir ja mal was finden. Ja, der Hunger ist immer noch gegeben. Ach, da haben wir wieder unsere Vogeldinos. Beziehungsweise unsere weiter fortgeschrittenen Dinos. Oviraptor, okay. Ah, dem Sonnenaufgang entgegen. Sind wir noch im Cyrex-Gebiet? Ne, wir sind schon wieder raus. Das ist nur eine dieser pimmige Schreien oder was? Das kann nicht angehen. Da muss auch noch mehr sein. Mit Feitsicht ist aber auch gerade nicht so viel. Aber wir kriegen hier schon mit. Da ist der Schrein wieder. Kann sein, dass der genau in der Mitte ist. Ja, ganz genau. Okay. Das hat garantiert irgendwas zu sagen. Ich habe keine Ahnung was. Ich bin hier aber anscheinend nur. Hier wird nicht gelebt, hier wird gebetet. Das kann nicht angehen, das kann nicht nur das sein. Vor allem komme ich da nicht hoch. Kann ich mir noch so viel Mühe geben. Aber gut ist, ich habe quasi Strom für eine ganze Folge. Oh. Da war jemand böse auf mich. Old Tower. Ah, ich sehe ihn nicht. Ich glaube, ich brauche so einen Exo-Anzug. Ich hoffe ja, dass man da irgendwie Lampen ranbauen kann. Bist du Asi? Komm her. Na gut, dann geht die Reise weiter zum Old Tower.
Zählern. Hier steht doch gerade irgendwo Old Tower. Wie ja, blöd. Da. Steht hier hinter mir. Haben wir jetzt eigentlich irgendwie eine Düse kaputt gemacht oder sowas? Penner. Oh. Da ist er. Gucken wir doch mal, was wir bei diesem Old Tower finden. Das Fahrzeug lassen wir mal auf dem Feld stehen, damit wir es wiederfinden. So. Zack. Taschenlampe und vorher was essen. Bevor wir groß auf Erkundung gehen. Zack. Gehen wir mal eben her hier. Nom nom nom. Kühlschrank. Mir ist heiß. Wie war ich mir hier noch Arsch abgefroren? Junge. So. Gucken wir doch mal, was hier abgeht. Oder anders, was wir die Cyrix klauen können. Das ist vielleicht viel interessanter. Okay. Schon mal ein Treppenhaus. Schauen, was der kann. Was war das? Okay. Ah, cool. Also nicht, dass man. Also wäre halt noch cool, wenn es animiert wäre, aber. Das ist schon mal ein nettes Gimmick. Gut, ich kann hier meine Ausdauer regenerieren, aber sonst nix. Gar nichts? Kann nicht sein. Jetzt haben wir hier das Ding zerlegen. Ob wir noch höher kommen. Wieso habe ich hier eigentlich so einen minimalistischen Sound? Was ist das? Deko. Eine schicke kleine Deko-Antenne. Na gut. Kriegen wir da was? Wow, Energiematrix. Nehmen wir erstmal. Wir klauen wie die Raben. Kein Ding. Zerstört, okay. Ich könnte ja mal mit der Drohne hochfliegen, das ist doch mal eine Idee. Zack. Ist hier noch was? Komplett tote Hose. Schade. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft gerade. Aber gut. Gehen wir jetzt mal wieder runter. Wie sehe ich mich schon wieder selber an? Zur Sicherheit. Im Cyrix-Gebiet kann man eine Waffe ausrüsten. Naja, gut. Das ist Scheiben. Kriege ich da was? Zack. Vertikal. Einmal zwei. Na gut. Wenn ich da ein Glas von kriege, bin ich glücklich. Das ist cool. Ich kann mir auch bald Scheiben einbauen. Zack. Stahlplatte und Glasplatte. Wieso habe ich eigentlich keinen Spielsound? Das ist doch voll für den Arsch. Also ganz leise im Hintergrund höre ich es. Wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. Audio, Gesamtlautstärke. Ich höre immer noch nicht viel mehr. Kopfhörer sind hier eingestellt. Schön scheiße. Aber gut. Ja, das war relativ erfolglos. Also, Sachen packen. Zack. Und weiter geht die Reise. Schön hier bis Treibstoff. Ja. Dann würde ich sagen, füllen wir erstmal hier die Karre ein bisschen auf. Ich das jetzt hier mittendrin. Ja, ist noch fleißig bei.
Läuft doch, aber warum machst du hier nicht? Ja, an ein paar Stellen ist es halt noch ein bisschen buggy, dass irgendwie Sachen nicht richtig angezeigt werden oder sowas, aber das finde ich jetzt verkraftbar. Also in der Regel, wenn man rausgeht, wieder rein, läuft es ja wieder. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Langsam kriegen wir auch ein bisschen Licht hier in die Hütte. So, jetzt gucke ich einfach mal, ich fahre mal hier in Richtung Rot. Was auch immer mir Rot sagen soll. Oder ist das die Position der Sonne? Ich könnte mich da einfach mal einlesen, aber ich bin auch manchmal stinkend faul. Ne? So, und ich habe immer noch nichts totgeschossen, außer die armen Vögel. Was ist denn hier los? Da muss doch mehr gehen. Was ist das denn? Oh. Okay, auf jeden Fall mag es mich nicht. Alter, komm mal klar. Ey, Käfer. Alter. Das ist kurz vor Brainbug. Nee, hier, wie hießen die Viecher bei Starship Troopers, die bis in Weltraum Plasma geschossen haben? Kommen jetzt wahrscheinlich nicht drauf. Aber so ein Vieh war das da hinten wahrscheinlich dann auch. Oh, ich habe eine Hautverbrennung. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Verliere ich da Leben? Ja, langsam. Aber gut, da kann ich ein bisschen was essen, dann geht das auch wieder. Rinn und noch irgendwas. Alien-Teile, nö. Nö, nö, nö. Gut. Dann ab rinn in die Hütte. Und Richtung Sonnenaufgang. Oder was auch immer das ist. Karre klingt mittlerweile ein bisschen cool. Oh, da ist noch was. Unknown Helix. Okay. Gucken wir uns an. Das gucken wir uns an. Schreiben wir einfach drauf. Und Maus leer. Scheiße. Aber noch gerade rechtzeitig. Zack, zack. Einmal umgestöpselt. Und läuft wieder. Okay. Komische schwarze Perlen. Komm ich da rein? Kann ich mich beschädigen? Kann ich es zerlegen? Ja. Du kannst diese Struktur mit dem Multitool nicht ändern. Kann ich auch nicht. Und kann ich ja schon mal rein. Ich flieg da einfach mal hoch. Jut. Wahrscheinlich zu hoch, um nach ganz oben zu fliegen. Nee, passt. Ja, aber ich komme da nicht ran. Auf jeden Fall ist da was Schickes drin. Okay. Kommen wir daran? Ich könnte hier fix einen Kern bauen. Alter, volle Pulle. Richte ich hier was aus? Auch nicht. Auch nicht. Ist dem komplett egal. Wir gucken mal, wie hoch muss ich denn hier? Ne, ich muss da wirklich mit dem Jetpack hoch. Hier ist auch keine Leiter und nix. Das ist auch nur. Oh! Das Ding hat ja sogar. Eine Waffe. Das ist ja cool. Ach, er macht das denn von da unten? Ah, das ist ja geil. Wie kann ich denn da feuern? Alter! Denn ernst? Okay, aber da ist der Einschlag. Ist ja wahrscheinlich trotzdem nur ruhig ins Ziel, oder? Von der Sache her, coole Idee. Also, ich brauche offensichtlich einen Exo-Anzug und einen Jetpack. Ansonsten führt das hier alles irgendwie zu nicht viel.
Was ich ein bisschen schade finde. Aber gut. Was? Mein Handy bimmelt hier rum. Was soll das denn? Halt mal ein Sabbel. Okay. Gut. Also, neuer Plan. Ab nach Hause. Exo-Anzug bauen. Das ist... Oh, ganze Ecke weg. Aber gut. Alter, ist am Arsch der Heide. Zack. Wegpunkt. Bestätigen. Ist hier ein bisschen... New Market, also doch. Na, mal schauen, wie lange wir brauchen. Die Hütte ist aufgefüllt. Wir nur noch irgendwie durch das Gelände kommen. Das wird schon. Zack. Na, außer das Promethium bringen wir auch gar nicht viel mit. Komm, schaffst du. Gas. Die hier ordentlich ein paar Düsen rangebaut. Das wird ja wohl gehen jetzt. Das. Hoch. Sauber. Ich hoffe, das ist kein Wasser. Was ich jetzt erstmal machen werde, ich werde einmal in die Einstellung gehen, die Steuerung und ausrichten. Ich kann das nicht auf die Maus legen. Da muss ich nochmal gucken. Das muss ich denn in den Dings hier machen. In meinen Mausoptionen, beziehungsweise in den Treibern. Oh, das mache ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Ich muss generell mal so eine Offline-Folge machen. Offline-Folge ist das bescheuert, also quasi ein bisschen ohne Aufnahme. Wo ich mir einfach die Tasten so ein bisschen zurechtlege. Irgendwer hatte mir das empfohlen. Wie hieß er noch? Warte, das will ich jetzt wissen. Wenn hier schon mal einer fleißig kommentiert, der war echt fleißig unter meinen Videos. Alter Vater, habe ich gedacht. Da hat sich jemand fast alle meine Videos angeguckt. Fand ich gut. Hat mich gefreut. Und vor allem interessiert kommentiert. Das finde ich ja auch mal cool. Das war... Ich gucke das gerade in meinem Handy nach, ganz stumpf. Also... Der Milan. Wer auch immer Milan ist, ne? Grüße gehen raus. Und der hat mir... Der meinte einfach, mach dir mal ein eigenes Tastaturset. Und hat mir auch so ein paar coole Tipps gegeben. Ja. Und... Kann ich darüber... Ja, cool. Und habe mich gefreut. Ne, vor allem wäre da echt hinterher. Von daher, mach gerne weiter. Guck sie gerne weiter an. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß. Du gehörst zu den wenigen Auserlesenen. Irgendwie mit nicht ganz 20 Views pro Folge. Bin ich ja nun nicht gerade der größte Kanal hier. Aber es macht Spaß. Oh geil. Was geht denn hier ab? Alter. Hier muss ich mich mal umgucken. Zack. Was ist das denn? Kann ich auf Fell? Okay, ich kann mich schon mal fällen. Oh, radioaktiver Nudel. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Zumindest nicht, solange ich keinen Anzug habe. Kann ich das hier sammeln? Abbauen? Kriege ich nur Holz durch. Ist das? Oh, es ist hier ziemlich verstrahlt. Alter Vater. Da habe ich doch gerade was gelesen von wegen verstrahlter Wald und sowas. Aber ich glaube, ich muss hier erstmal raus, sonst bin ich hier wahrscheinlich recht fix tot. So. Moment, da hat der Mina wieder was geschrieben. Ich glaube, da geht es um Primetium, ne? Such dir mal einen Strahlungswald. Da gibt es Promethium. Blaue Brocken. Damit kannst du dann Bohrerladungen bauen. Ja, bin ich hier schon bei. Dein Tool ist längst überholt. Ja, das merke ich. Und hier gibt es also blaue Brocken. Und echt creepy Dinger. Ich vermute mal, er meint die hier. Oh. Erstmal gibt es hier Feinde. Ups. Und die falsche Knappe. Stirb! Na dann.
gar nicht abhauen, du Ass. Du stirbst jetzt. Ja. Ich wollte gerade sagen. Droppt der nicht mal was? So, jetzt gucken wir mal, ob wir das abbauen können. Zerlegen kann das nicht. Abbauen anscheinend auch. Oh, da kam was von hinten. Voila. Du wurdest von Alienkäfer erschossen. Ja. Das ist echt kacke mit dem Sound gerade. Weil man hört nichts. Alter, was ist das denn für ein hässliches Ding? Aktueller Standort. Wahrscheinlich meinte die blauen Dinger hier. Die kennen wir uns gleich mal. So, und das machen wir beim Inventar. Ja, 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 ja. Ja, hier klingt echt süß, aber Überlebenstube, Knarre, das Ding. Der will mir echt was. Der spinnt ja wohl. Alter, jetzt wechsel die Waffe. Jetzt hab ich schon wieder Hautverbrennung. Das gibt's aber nicht. Ich finde diesen Käfer kennen wir ja drin. So. Zack, meins. So, und jetzt gucken wir mal nach hier. Nach den Teilen. Das sind ja wahrscheinlich die, die am Anfang Pentaxid. Hab ich da was bekommen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Das ging zu fix. Gucken wir nochmal. Nö, nur Erfahrung. Abgebaut wird gar nichts. Wahrscheinlich einfach Pech gehabt. Ein bisschen Schiss, dass mir gleich wieder so ein Vieh die Laune verdirbt. Ich fahre mal mit dem hier weiter in Richtung Heimat. Hier ist noch so einer. Probieren wir mal. Zack. Das Ding hat wahrscheinlich nicht genug Reichweite. Zip, zip, zip. Oh. Und wieder nur Erfahrung. Ist schlecht. So, erstmal hier Fleisch, das wir gesammelt haben, weg. Und ja. Zack, weiter geht's. Ab nach Hause. Dann bauen wir uns erstmal eine Anzugstation. Zack. Ja, mit der Maustaste geht es ja schon besser. Ist das ein grüner Fluss? Was geht ab, ey? Atmosphäre. Zack. Und rüber. Ausgerichtet. Weiter geht's. Zack. Ja, wenn ich nicht ständig von der Maus weg muss, geht das voll klar. Zack. Zack. Einmal hier hoch. Schnappst auch nicht schaffen, wahrscheinlich. Hier auch hoch. Komm. Schaffst du. Oh, nee, 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 andersrum, andersrum. Oh. Ja. Halb so wild. Was ist eigentlich die Zeit? Oh. Zeit sagt, ich bin gleich rum. Und Welt sagt, hier ist fetter See. Siehst du? Der Milan hatte mir noch einen Tipp gegeben. Und. Nee. Von wegen rein und raus zoomen, aber das geht nicht so richtig. Schade. Aber vielleicht war es auch nochmal eine andere Tastenkombination. Nee. Na egal. Fliegen wir weiter. Ich mag also generell eigentlich Cockpit-Ansicht lieber. Ja, ich habe hier drei Monitore stehen. Und spiele ja nur wegen der Aufnahme nicht da drauf. Eine Immersion einfach cool ist, ne? Gerade so bei Rennspielen, das ist halt der Shit. Aber auch hier zum Aufnehmen hat es seine Vorteile. Na, bleib mal schön stehen. So, dann sind wir auch wieder zu Hause. Und hier ist quasi noch Sonnenaufgang.
So, erstmal was futtern. Geh mal her. Dann gucken wir gleich mal, ob wir irgendwie ein Dings gebaut kriegen. Eine Anzugstation und so. Ein Exo-Anzug vor allem. Das hier geht mir langsam auch auf den Knie. Da kommt da jetzt mal eine Platte rauf. Das geht jetzt gar nicht. Haben wir hier noch was liegen? Ja. So, draußen kommt Beton. So. Jetzt kann man hier auch vernünftig rein und raus. So, was brauchen wir denn für eine Anzugstation? Zack. Benötigt zum Anziehen und Ablegen von Anzügen sowie zum Ein- und Ausbauen von Anzugverbesserungen. Dient auch als Aufbewahrung für Anzüge. Ja. Bauen wir eins von. Und Klonkammer wollte ich eigentlich auch nochmal eine bauen. Aber vielleicht nicht unbedingt jetzt. Und gibt's hier. So. Ach hier, leichter Schutzanzug. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen was erforschen. Da gucken wir nochmal. Hoffen wir mal unter Diverses. Ne, hier ist es nicht. Der Werkzeuge meine ich. Diverses. Was haben wir denn da? Kraftfelder, Blarkeks, Ventilatoren, Fusionszelle. Promethium und Wasserstoff. Nett. Waffen. Finde ich unter. Ja, hier ist auch leichter Schutzanzug. Fangen wir doch mal mit dem an. Freischalten. Sprengladung. Sturmgewehr T2 können wir mittlerweile. Pulsgewehr. Geht auch mit Gewehrpatrone. Schaden 59. Schaden. Ah, nein, das ist das Schaffensinn. Schaden 81. 300. Steht hier irgendwo DPS? Nee, ne? Nachladezeit, Blackheks? Nee. Gut, das schießt ein bisschen schneller, hat aber weniger Grundschaden. Streuung 0,1, Streuung 0,12, Rückstoß. Auch vergleichbar. Magazingröße 28, 25, 3,1 Sekunden, 2,9. Ich meine, Pulsgewehr klingt geiler, oder? Ich meine, wir sind der Zukunft, verdammte Axt. Wir schalten es einfach mal frei. So, und den hätte ich ja eigentlich gerne noch irgendwie was für den Anzug. Aber gut. Wir bauen das mal überhaupt ein. Damit fangen wir mal an. Schutzanzug. Ja gut, das war jetzt nicht so schwierig. So, dann holen wir erstmal dieses Multitool, das andere hier raus. Zack. Das alte kann wahrscheinlich auch ein Schrott, aber gut. Dann haben wir noch mehr Gewehrpatronen. Feini, Pistolen, Mumpeln, scheißegal. Und die Anzugstation. Die wollen wir ja gleich bauen. Die kommt hier schön in unsere Lounge. Zack. Ja, die fügt sich da ja quasi super ein. Zack. Spinnt. Gut, haben wir die. Dann, ja, da haben wir das wieder mit wirklich angezeigt. Einmal raus, wieder rein, zack, funktioniert wunderbar. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, großer Bohrer mechanisch. Wahrscheinlich für irgendein Fahrzeug. Munition unlimitiert, geil. Ja, den erforschen wir nachher auch gleich. So, Minigun. Was ist das hier? Eva-Booster. Anzugserweiterungen bieten spezifische Verbesserungen, haben aber auch Nachteile. Du mötest eine Anzugsstation, um sie ein- und auszubauen. Der Anzug, der abgelegt wird, behält die enthaltenen Verbesserungen bei. Achso, der macht mehr Kälteschutz zum Beispiel. Und weniger Panzerung. Ist nicht so gut, ne? Was anderes habe ich wahrscheinlich noch gar nicht drauf. Müsste mal gucken, wie man andere Rezepte kriegen kann. Gold dafür. Das ist ganz schlecht. Bohrer mechanisch T1. Ach, der ist der jetzt eigentlich für Fahrzeuge? Ja. Fürs Bodenfahrzeug. Und der auch, witzigerweise. Hm.
ist das hier. Nur zwei Flaschen. Gut, die brauche ich hier auf dem Planeten nicht. Und demnächst müsste ich eigentlich definitiv mal ein Dings hier bauen. Guck mal, die Pulskanone, kann ich die hier bauen? Habe ich doch jetzt erforscht gehabt, oder nicht? Sturmgewehr. Den werde ich auf jeden Fall nochmal bauen. Wo ist denn dieses blöde Pulsgewehr? Warum kann ich das nicht bauen? Multitool, Schrotflinte, Scharfschützengewehr. Das ist hier irgendwie gar nicht bei. Der ist ja doof. Brauche ich dann noch irgendwie eine Gebäudestation für oder sowas? Klaukammer kommt auch gleich mal mit rein, wenn wir schon dabei sind. Nö. Nicht so richtig. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich gleich mal mit der Metalle rein. Hier, das kann rein. Holz kann rein. Oh, den habe ich sogar dabei. Energiematrix, wofür ich sie auch immer brauchen will. Alien-Teile. Alien-Zähne. Irgendwas Verdorbenes. Der Kram kann auch rüber. Erdscanner war da. Glas kommt rein. So, jetzt kann ich mal gucken, was ich an Heilungskram bauen kann. Zack. Brauche ich Kräuterblätter und Pflanzenprotein dafür. Antistrahlungssalbe, Entgiftungssalbe, Bandagen, Magentabletten, Verstimmung, Antibiotika, Entgiftung, Antiparasiten und Antistrahlung. Okay, ja, ich müsste hier auch irgendwann nochmal meine Dings bauen. Mein Feld, ich glaube in meinem Kühlschrank liegen die ganzen Sachen noch drin. So, hier kann ich den jetzt hier anziehen. Ich mitnehme den Anzug bestimmt. Da ist er. Zack. Und Schutzanzug. Ja, Mensch. Ja, Schutzanzug. Ist ja der Shit. Komfortbereich, minus 10 bis 45 Grad. Und hier steht dann gar nichts. Gut. Leichter Schutzanzug. Ich frage mich ein wenig, wie ich den schweren kriege, aber gut. So, hier, genau, den ganzen Kram habe ich ja hier noch. Die ganzen Keime. Ich würde ja fast wetten, hier in meinem Konstruktor kann ich auch Holzblöcke, Kohlenstoffverbund. Gerüst, Stahlplatte, Kohlenstoffverbund, künstliche Masse, Stahlblock. Und da setze ich das hier einfach in den Boden rein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich guck mal. Ich probiere das einfach mal aus. Dann legen wir uns da schon mal einen Garten ein. Gewürze. Mais. So noch. Perfing. Es wird ein Pflanzenbeet benötigt. Ja. Das wird hier. Wird auch ein Pflanzenbeet benötigt. Pflanzbeet, Pflanzbeet. So. Hier kann ich wahrscheinlich auch keinen. Nee. Gucken wir doch mal. Irgendwo muss das Ding ja sein. Oder muss ich das auch erst erforschen? Basis, Basis, Basis. Laderampen, Offline-Schutz, achso, PvP, Schwerkraft, Laderampe, nehmen wir einfach mal, verbesserte, ah, gucke mal, einer da, den haben wir auch noch, Generator groß, benötigt Kraftstoffzellen. Ja, den will ich glaube ich auch schon mal haben. So, Container-Kontrollen-Element. Medizinstation will ich definitiv auch haben. Reparaturstation. Der lobt das teilweise Herstellen von abgenutzten Werkzeugen, Waffen und Anzügen. Okay, alles kann nur einmal rüber. Oh, ist ja doof. Geldautomat. Ja. Kann man machen. So, und hier haben wir auch schon das, was ich wollte.
ich ein paar Geschütze, Selbstschussanlagen spiele. Projektilgeschützturm. Selbstschussanlage klingt gut, ne? Aber jetzt eigentlich nicht. Ich suche immer noch das blöde Pflanzbeet. Munitionskiste, warum auch immer ich da unbedingt eine andere Kiste brauche, aber gut. Schmilzt Dekonstruktor. Na, schau mal einer an. Wer hätte das gedacht? So. Ich will demnächst auf jeden Fall das erste kleine Schiff bauen. Von daher haue ich jetzt mal nicht meine ganzen Freischaltpunkte hier weg. Aber ich sehe hier nichts von wegen Nahrungsmittelprozessor. Hier scheint so Nahrung zu sein, aber nichts, was ich freischalten kann. Hier kann ich mir nicht vorstellen. Cockpits und so ein Kram, RCS, Schubdüsen, Rampen, Selbstschussanlagen, Fahrwerke, Reparaturstationen. Kurzstrecken-Warp-Antrieb, cool. Höhenpolarisierungsschild, Container, Raketenwerfer, Schubdüsen, Fahrwerke. Großes, ja, als Kraftstoffzelle groß, Promethium. Okay. Will ich trotzdem haben. Das machen wir noch. Treibhaus Heizgerät brauche ich nicht. Kraftfelder. Auch cool. Gönne ich mir auch noch. So, nichtsdestotrotz. Gehen wir das doch mal durch hier. Detektor. Anzugstation. Okay. Ah, für unterwegs. Konstruktor groß. Den werden wir mal fertig machen. Frachtboxen, Frachtboxen, benötigt zum Bau modularer Container. Okay. Klonkammer, Lagerverwaltung, O2-Tank, Kühlschränke, Treibstoff, Generatoren, Energiekonduktor, Drehmoment. If not properly treated, the current status of. Oh, ich sterbe gerade. Irgendwas hat doch hier Leben gegeben. Gesundheitswert hier. Ab zum Konstruktor. Wir nehmen ein bisschen Gemüse mit. Sonst verrecken wir gleich. Das wäre nicht so schön. Das lassen wir mal gepflegt. Ab in den Kühlschrank. Hier, mach mal. Achso. Kühlschrank. Mach mal Gemüsesaft fix. Ich hoffe, das überleben wir noch. Aber das sollte was werden. 9 Minuten haben wir noch. Das wird schon. Das wäre ja ganz schön affig, wenn wir daran jetzt elendig zugrunde gehen. Na komm. Gib, gib. Boah, eine Riesenmücke. Leck mich fett. Na komm. Ja, jetzt soll ich noch raushauen. So, zack. Geht das wieder. Lange braucht der Konstruktor noch. Ich würde gerne gleich eins ziehen. Hier los? Geht doch weiter. So, ich könnte mir jetzt auch noch meine Salbe verballern, aber irgendwie halte ich das für affig. Zack. So, ich denke mal, dann reicht das. So, das hätten wir. Hier ist doch wieder was fertig geworden. Und zwar die Klonkammer.
gleich hier rein. Und der große Konstruktor. Was heißt denn? Oh, das heißt echt groß. Die meinen das mit ihrer Beschreibung ernst. Wahrscheinlich brauche ich so ein Riesenteil noch gar nicht. So, ist das hier eine Kontrolleinheit? Sieht so aus, ne? Putz! Ja. Das ist der falsche, das ist der falsche, das ist der richtige. So. Aufzug. Oh, hier sind tatsächlich ein paar neue Sachen. LCD-Displays. Oh ja. Detektor. Okay. Für ein kleines Raumschiff, okay. Telekontrollelement. Medizinstation. Ventilator. Brauche ich hier auf dem Planeten aber nicht. Wassergenerator. Muss am Wasser platziert werden. Okay. Das klingt ja erstmal nicht verkehrt. Zwei Stationen. Nahrungsmittelprozessor. Ich baue jetzt einfach mal so ein Teil. In der Hoffnung, dass das nicht nur so ein dämlicher Dings ist. Boah. Ja. Das ist eine Menge. Das ist aber auch alles. Basis, gut. Ich kann sagen. Okay, so. Da ist nix. Da ist nichts. Ist da überall nix? Ist doch Quatsch. Ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Kurzstrecken-Warp-Antrieb. So. Nichtsdestotrotz. Fehlt mir hier gerade noch so ein Nahrungsteil. Sensoren und Signalgeber. Okay. Muss ich auch mal gucken, was ich damit machen kann. So. Was haben wir denn da jetzt Schönes? So. Ein Kochfeld. Oh, gehört in die Küche, ne? Würde ich sagen. Die Frage ist, wie rum ist richtig rum? Ja, ich will hier keine Kabel sehen. So. Ne, kann ich jetzt... Ah, okay. Kann auch schon mal einiges mehr machen. Brauche aber einen Container für. Die Scheiße kommt da rein. Und ja, hat mir gar nichts gebracht. Klonkammer machen wir hier hinten hin. Wir erstmal. Ich muss einmal. Okay. Gegenstand nicht akzeptiert. Gut. Auch nicht. Gut. Dann eben nicht. Moment, mag ich die hier reinbauen? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, da hätte man vielleicht nochmal. Was Schöneres als einen Fehlertext hin machen können. Aber okay. Gut. So, ich habe reichlich überzogen. Fast genug für zwei Folgen. Ja, moin. Wollte ich mal ausprobieren? Psst. Boah, was ist das denn? Demontieren, zerlegen, reparieren. Oh, cool. Da geht ja viel mehr mit. Nett. Du stirbst jetzt. Oh ja. Das ging doch ganz gut. So, ab zu meiner Karre. Das kommt alles jetzt mal hier in den Kühlschrank. So, das, was ich machen wollte, habe ich immer noch nicht gemacht. Hm. Lebe ich eigentlich noch? Ja, ich lebe noch. Hm. Ja, wie baue ich den Scheiß? Narf. Oh, hier sind jetzt ein paar mehr Blöcke, das ist schon mal gut. Stahlblöcke, Holzblöcke, Betonblöcke, Xeno-Stahlblöcke, okay. Pflanzenbeet, na guck mal einer an. Brauche ich Nährlösung für? Wie mache ich denn Nährlösung? Wo ist sie?
ja, es bedeutet mehr. Mechanische Komponenten, Goldmünzen, whatever. Legierung, irgendwas. Meine Fresse. Kobaltlegierung, Motorradaufsatz, Pentaxid veredelt, elementares Pentaxid. Wie mache ich Nährlösung? Also ich könnte jetzt mal, ich kann mich jetzt nicht vorstellen, aber eventuell hier am Kochfeld. Mehl, Milch, bla, Protein, Brot, Verpflegung, Torte. Hier sieht nichts nach. Doch, da, Nährlösung. Gesteinsmehl, gereinigtes Wasser und verdorbene Lebensmittel. Okay. Ich hätte die nicht alle wegschmeißen sollen. Das war dumm. Aber gut. Kühlschrank. Bisschen was ist ja noch drin. Okay. Gut. Dann brauche ich noch so ein Wasserteil. So, ich mache schon wieder weiter hier. Es wird halt eine lange Folge, verdammt. Es läuft hier halt eine Stunde. So, so ein Wassergenerator. Zack. Ist das hier? Die Konstruktor? Ja, okay. Wo war das Teil? Das war die Klonkammer. Kann ich den schon bauen? Zwei Stationen, zwei Tank, Geldautomat. Mach mal alles. Wo war das gute Stück? Klonkammer. Wassergenerator. Okay, nehmen wir mit. Gönn dir. Das geht aber schön schnell. Dass ich genug Strom habe, wundert mich ja. Wie sieht's denn hier aus im Hause? 4% geladen. Da würde ich das sagen. Bauen wir demnächst mal noch ein paar Solarpaneele und knallen die hier weiter drauf. Vielleicht noch ein paar vorne dran, obwohl hier muss ich ja meine Wasserstation dran bauen. Würde ich sagen, willst du eine Tür? Zack. Zerlegen. Und weg damit. Dann bauen wir da einfach ein bisschen Holzdings rüber. Das wird schon. Zack. Bist du schon fertig? Wassergenerator. So, wie werden die denn platziert? Gucken wir mal zuerst. Okay. Offensichtlich hier so halb schwimmend. Wassergenerator. Kraftstoffe aus, kein Kraftstoff. Produziere Wasserkanister. Gut, machen wir Wasserkanister. Und zwei Flaschen. Wundinfektion, ja, ich bin fast tot. Nur aber flott. Nochmal zum Auto. Es geht auch nicht ganz weg, sehe ich gerade. Scheiße. Dann müssen wir jetzt doch. Zack, antibiotische Salbe genommen. Fix noch den Scheiß. Jetzt habe ich die tolle Salbe genommen und nix ist. Okay. Und so, ja, dann sterbe ich jetzt wahrscheinlich gleich. Das wird mein Tod sein. Und ich will noch eine verfluchte Bank haben. Ja, Stamina habe ich quasi auch keine mehr. Gemüse geht auch zu Ende. Ja, super Kacke. Die Frage ist, was passiert nach den 7 Minuten? Wird es schlimmer?
wenn ich das überhaupt noch erlebe. Zack, Alter. Mach mehr Obstsaft. Das geht jetzt zumindest am schnellsten. Hoffe ich. Aber ich glaube, bis das fertig ist, bin ich tot. Was kann ich denn da machen? Ich kann da gar nichts machen, weil ich da irgendwie nichts von habe. Giftung, Antistrahlung, antibiotisch. Bandagen. Schnell. Zack. Geigenfrist verlängert. Ja, ich hätte jetzt halt bei einer Infektion antibiotische Salbe genommen, aber irgendwie sieht das ja irgendwie anders. Hautverbrennung, Erfrierung, offene Wunde, Nekrose. Ja, der Tod, ne? Er wird mich sehr schnell ereilen jetzt. Sehr, sehr schnell. Sechs Minuten und alle paar Sekunden fällt das hier um zwei. Das macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, hier noch groß zu gucken. Da verreck ich doch lieber. Und wach in meiner schönen Kammer wieder auf. So, rüber damit. Noch zwei dabei. Ja, ich lass den Heini jetzt einfach sterben. Auch wenn ich gerne wüsste, was ich dagegen machen könnte. Bandagen? Eigentlich auch dämlich, wenn es das wäre. Was brauche ich denn für Bandagen? Pflanzenfasern und Pflanzenprotein. Ja, das kriegen wir doch zusammen. Probieren wir einfach mal. Ja, doch. Ja, macht Sinn. So, hier mal einmal raus. Die Proteine können wir aus dem Obst herstellen. Und dann machen wir einmal Bandagen fertig. Ja, das schaffen wir schon noch. Jetzt sicher davon noch ein. Milch. Gibt auch 10 Gesundheit im Notfall nochmal. Oha, die brauchen aber lange. Hätte ich auch Konstruktor machen können, ich Idiot. Aber gut. Was soll's? Okay, ich kann. Verdorbene Nahrungsmittel herstellen. Auch nicht schlecht. Wenn ich da noch hinkomme. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Komm, wir besiegen jetzt die Infektion hier noch. Open, hilf gegen Open Wound. Ja, gut, okay. Aber nicht. Ja, gut, wir werden sehen. Machen wir einfach mal. Komm. Das ist jetzt meiner. Und mach das Pflaster fertig. Kann ja wohl nicht angehen. Jetzt ein Problem hier. Pflaster. Bandagen. Bandagen angewendet. Natural Treated. Ja, Alter. Jetzt noch schneller. Ja, hat wohl nicht gereicht. Jetzt fehlen mir die Pflanzenproteine. Ich werde bekloppt. Brauche ich tatsächlich Gemüse. Im Kampf gegen die Infektion. Alter Vater. Wir besiegen sie. Wir kriegen gleich nochmal 50 Leben. Dann wird das schon. Mal noch 2 Minuten. Ja, aber ich sollte tatsächlich mehr lesen.
Hilft ungemein. So, gucken, dass wir so viel wie Gemüse wie möglich mit hinnehmen. Und das trotzdem noch zurückschaffen. Jetzt kann ich so viel Gemüse wie ich möchte schleppen. Komm, du liegst auch im Weg. Zack. Ja, Rennen ist auch nicht mehr drin. Bin quasi der Tod auf Latschen. 62. 60. Komm, pack sie nach. Na komm. Ab runter. So, Obst hier rein. Machen wir nochmal zwei Bandagen fertig. Können wir gleich fünf machen. Ob ich, wenn ich schlafe, sterbe? Bah. Die Wunde bleibt zwar, aber der Konstruktor müsste jetzt fertig sein. Ich bin so ein Cheater, ey. Zack. So, hätten wir das geschafft. So, ich war dabei, einen Wasserkanister zu bauen. Das sieht voll scheiße aus hier mit diesem einen Loch. Aber gut. So, wo kann ich den Wasserkanister bauen? Ich kann einen Sauerstoffkanister bauen. Und LS-Ladung 2GR. Whatever. Sieht auch nichts aus wie ein Wasserkanister. Gereinigtes Wasser, ja. Witzbold. Kondensatoreinheit. Okay. Es ist so viel Biokraftstoff. Wasserstoffflasche. Naja, Wasserstoffflasche ist auch blöd. Oh, keine Wasserstoffflasche. Ventilator. Klonkammer. Es ist so viel. Filter. Ja, nur Wassergenerator. Ehrlich? Es ist nochmal schlimmer geworden. Blutvergiftung und Fieberattacke. Ich verrecke hier fleißig vom Hirn. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken hier. Was hilft denn hier? Der stirbt jetzt. Da mache ich nichts mehr gegen. Aus dem Kleinen. Hier gab es das noch, genau. So, ich habe jetzt welche Statuseffekte? Blutvergiftung und Fieber. Offene Fraktur, Magenverstimmung, Strahlenvergiftung, Hautparasit. Vergiftung im Allgemeinen, Blutvergiftung. What? Ah, hier, das wäre es gewesen. Konfetti, Mooskrümel und Kräuterblätter hätte ich eh nicht gehabt. Ja, komm. Stirb. Arme Sau. Das ist mir jetzt zu doof. Dann nehmen wir den Scheiß wieder auf und ist gut. Halb so wild. Und die Folge ist eh vorbei, von daher. Du wurdest erschossen. Das sehe ich anders. Der Sauerstoffgenerator ist eine Lebensversicherung. Ja, glaube ich. Ja, Klonkammer. Wenn wir sie schon haben, dafür ist sie da. Zack. Alles wieder aufheben. Wahrscheinlich müssen wir den Anzug auch wieder anlegen. Nö. Naja, immerhin. So, Multitool, Knarre und Licht. Bandagen nehmen wir auch mal rein. So, nun reicht's aber wirklich. Wir haben mehr als eine Stunde rum.
Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich da irgendwie zwei Folgen draus. Oder lasse den letzten Teil hier generell weg. Ja, ich danke euch wieder mal fürs Zugucken. Ist ein bisschen was passiert, die Folge. Ne, wir haben ein bisschen was gebaut, wir haben ein bisschen was entdeckt. Wir haben immer noch kein Jetpack. Aber naja. Jetpack gibt's auch nicht. Gut. Muss ich wahrscheinlich jetzt erforschen. Diverses. Gibt's hier Jetpack? Ich verzettel mich schon wieder. Scheiß hier. Immer das Gleiche. Nö, hier ist doch kein Jetpack. Gut. Ist auch scheißegal. So. Trotzdem danke ich euch fürs Zugucken. Ich sehe gerade, die Facecam ist mittlerweile ausgegangen. Da ist dem Handy wohl der Strom ausgegangen. Meine Güte, ist halt so. Ja. Müssen wir einmal mit leben. Ich danke euch trotzdem fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.